Ach Mensch, früher war doch alles einfacher. Ja, da sah ein Rocker noch aus wie ein Rocker und ein Nazi noch aus wie ein Nazi. Ja, aber jetzt gibt es Nazis, die Rocker sind. Ja, schauen Sie mal, gucken Sie mal. Fragt man sich natürlich, ja, heißen die jetzt Nocker oder Razis? Wenn das der Führer wüsste. NNN von Julian Ermersch. Und jetzt Ring, Ring, Ring. Neueste nationale Nachrichten. Kamerad Udo Vogt, wie lautet der Marschbefehl? So fordern wir bei Drogendealern die Wiedereinführung der Todesstrafe. Sehr gut, Vogt. Endlich mal einer, der mit harter Hand gegen dieses Pakt durchgreift. Das steht ja auch im NPD-Parteiprogramm. Mafiöse Strukturen gnadenlos ausmerzen. Ihr Schlachtplan gefällt mir. Endlich einer, der wieder für Recht und Ordnung sorgt. Aber was muss ich da über meine geliebte Bewegung lesen? Rechtsextreme Kader sind Mitglieder in Rocker-Gangs. Wie dieses behaarte Pfannkuchengesicht hier, Sascha Rossmüller, Vizechef der NPD Bayern und gleichzeitig Mitglied bei den Bandidos. Ein Haufen ungepflegter Nichtsnutze. Ein Motorradverein aus Amerika. Na gut, ich war auch immer ein Freund des Motorsports, aber stets in einem deutschen Auto und selbstverständlich in tadelloser Uniform. Und Sie, Rossmüller, haben Sie einen Altkleidercontainer geplündert? Was sind denn Ihre Bandidos überhaupt für ein Verein? Sie sind organisierte Kriminalität. Sie arbeiten mit Russenmafia zusammen. Russenmafia, das ist mir ja mal ein feiner Motorradverein. Insbesondere wenn es um den Drogenhandel geht. Rossmüller, darf ich Sie noch mal an die Forderung Ihres vertrottelten Vorsitzenden erinnern? So fordern wir bei Drogendealern die Wiedereinführung der Todesstrafe. Glückwunsch! So kann man die eigene Bewegung auch dezimieren. Da können Sie auch gleich die Todesstrafe für Ausländerfeindlichkeit fordern. Sie Flachpfeife, wegtreten!